Ja, liebe Leute, herzlich willkommen wieder zurück zu Let's Play The Division 2. Hey, hey, es geht dann endlich auch mal weiter nach einiger Zeit mit einer neuen Folge heute am Start. Der Mark, heißt du, ne? Ja. Ja, so. Genau. Genau, dann war ich auch richtig. Ja, tut mir leid, dass ich das ab und an mal ein bisschen verwechsel. Es kann nämlich theoretisch sein, dass ich zwischenzeitlich mal die Leute verwechsel, weil immer wieder mal wechselnde Verstärkung dabei ist. So, ich habe immer ausgesucht, den Ursprung des Signals von Navy Hill untersuchen. Da machen wir uns direkt auf jeden Fall auch hin. Zumindest voraussichtlich. Wer weiß. Warte mal, da ist doch ein SHD-Behälter. Den nehme ich nämlich direkt mit hier, der unterwegs ist. Hier müsste irgendwie rechts liegen. Mhm. Oh. Der müsste hier irgendwo liegen. Und zwar. Hier. Nee. Blick hier. Der liegt hier hinter, oder was? Ja, hier liegt er. Und eine Waffenkiste. Gut. 2 von 4. Oh, ist violettes. Ist immer gut. Jetzt von der Kiste? Ja. Ja, gut, Schlüssel. Geil, Schlüssel. So, dann haben wir das auch mitgenommen. Ist unterwegs mitgenommen. Gut, genau. Warte mal, ich muss ja gerade kurz. Eigentlich muss ich mal die Karte öffnen. Ich muss mir den Punkt markieren. Das muss hier vorne sein. Laut Anzeige. Ich glaube, das ist dieses Gebäude hier oder so. Moment. Wie ist hier eine Kiste? Jo. Hier sind auch Gegner. Aber was ist das denn mit dem? Wo ist denn der Punkt? Ich weiß, dass da Gegner waren. Ja. Darf ich vorhin wieder die Kiste Keramik? Stut. Was ist denn dieser Punkt? Ich renne jetzt hier gerade die ganze Zeit durch die Gegend, aber ich finde diesen Punkt nicht. Weil ich auch keinen Wegpunkt habe. Also zumindest keinen. Aber ich glaube, das könnte hier sein. Ja, doch, hier oben ist das sein. Würde ich es auch spontan mitnehmen. Ja. Übertragungsquelle erkannt. Jo. Das Signal kommt aus dem Innern des Observatoriums. Ey, ey, ey. Ab von mir. Ich sag jetzt nicht, ob ich die Sache. Hast du? Einen weg, ja. Jo. Hier muss auch irgendwas sein. Was hat schon? Hier außen? Ja, wahrscheinlich schon. Weil hier geht's weiter. Oder geht's hier? Ja. Moment. Ich komme sofort. Ah ja. Das kann jetzt Moment dauern. Das läuft halt tatsächlich alles nicht so wirklich perfekt.
So. Ach, wo bist du denn? Bin nicht weitergegangen. Warte. Ich habe auf dich gewartet. Ich stehe vor der Wand. So. Gut, aber geht's. Da ist eine Wand. Auf hier geht's. Ja. Auf hier geht's. Gut. Ein Reparaturkit, wunderbar. Geht's hier hoch weiter? Hier wieder? Das ist eine Kiste. Hier ist auch ein Bild, ne? Und dahinter ist was. Weiter. Warte. Hier geht's weiter. Da hinten geht die Tür, das Ding auf, siehst du? Aber hast du die Kiste mitgenommen hier in dem Raum? What? Kiste? Da, der war. Okay. So, hab ich. Hab ich. Gut, das war sicher sicher. Jo, genau, immer schon mitnehmen. Wussten Sie, dass Navy Hill im Zweiten Weltkrieg das Hauptquartier des damaligen Geheimdienstes OSS war? Geheime Codes, chiffrierte Nachrichten, genau wie im Film. Gut, ich glaube, ich muss hier rüber. So, autorisiertes Personal, das sind wir. Also rein in die gute Stube. Anscheinend löste Präsident Truman den OSS 1945 auf und ein paar Jahre später half er die CIA mit OSS-Mitteln und Personal aufzubauen. Im Weißen Haus gibt es viel interessantes Lesematerial. Nehmen wir das. So, die ist auch eine Kiste. Und neue Handschuhe. Brauche ich aber nicht. Ja, warte, hier ist noch ein Raum mit Schloss. Ja, ja, ist schon klar. Also ich bin gerade nur. Waffenkiste. Was sich hier in dem Raum befindet, eigentlich gerade gar nichts, weil hier geht's weiter. Ja. Aber noch erstaunlich wenig Gegnerpräsenz gerade. Na. Ja. Einzige Tür ist hier. Karte von DC vom 15. September 1945. Diskrepanzen erkannt. Diskrepanzen? Das sollte man sich vielleicht mal ansehen, aber egal. Das war eine Schatzsuche für den Augenblick, Agent. Unterirdischer Tunnel erkannt. Ja, okay, das ist Ihr Weg nach draußen. So viel zum Thema Gegnerpräsenz. Hier sind nämlich Gegner. Und Feuer frei. So, die war mal ganz kurz nur. So, plus das war's schon. Nee, das war's nicht. Das hab ich auch schwer gewundert. Zutritt verweigert. Schlüsselkarte benötigt. Na, Schlüsselkarte. Ah, gut, ist einer, der jetzt, Schlüssel hat. Hey. Hä? Ja, bei mir ist einer, der will mich so. Messern. Ja, ist schon tot. Das ist auch ein Flammenmännchen. Oh. Ja, da hinten ist noch was. Schon tot. Nice. Da waren zwei. Hier ist aber noch einer. Ich sollte mal weg hier, ne? Ich hatte nicht erwartet, dass noch mehr Gegner kommen. Danke.
Ja, dieser Schlüssel. Hinter dir. Hab ihn. Gut, sehr gut. Da war er, hast du aus der Ecke. Ja, hier wurde, hier ist noch einer in der Ecke. Das ist ein gelber. Das ist ein gelber. Ich hab hier noch einen blauen. Ja, den blauen, den roten. Hab ihn. Nein, das ist nicht, hier ist nämlich noch einer. Zack, warte mal, dann kommen wir jetzt wieder rum. Tut's. Schön. So, looten. Loot. Schlüssel habe ich. Nice. Zumindest einen davon. Bunker verlassen. Auch das wäre meiner Meinung nach zu wenig noch. Code eingeben. Na, das. Das ist aber. Bop. Ah, da unten doch weiter. Okay. Ah, da hinten liegt noch was. Spezialmunition. Ah, Spezialmunition für meinen Sniper. Gehen wir da schön entspannt hoch. Okay, das funktioniert ja nicht. Das ist auch gut. Dann... Hä? Jetzt. Was ist das? Hinter ist auch noch was. Ja. Türchen auf. In der Ecke ist auch noch eine Kiste. Ja. Oh, da. Hier ist auch noch weit vorne. Ja. Das hat mir, nee, das Blinde war aber anders angezeigt. Okay. Das war schon meine Mission, oder was? Mhm. Das war meiner Meinung nach erstaunlich wenig. Warte mal, da muss ich meinen Charakter kurz anpassen. Ich habe, glaube ich, keine Dings bekommen, keine Erfahrungspunkte bekommen für die, oder für ein Level-Up zum Beispiel. Echt nicht? Nicht viel. Hm. Oder war es, war einfach nicht zu viel. Da fehlt nämlich auch einiges. So. Kurz mal gucken, was ich gekriegt habe. Ich bin gerade dran, ja. So, den da weg. Warte, bleib mal stehen. Was haben wir denn hier für dich? Jetzt. Oberfläche erkannt. Ich lasse die Karte analysieren. Wer weiß, wo sie uns hinführt. Reicht noch nicht für den Haupt, für den Links, ne? Bleib mal stehen. Ja. Hast du gekriegt? Ja. Das Zeug. Ich kann dir gleich noch ein paar mehr Sachen geben. Ja, ich wollte jetzt mal einen Moment warten mit dem Zeugs droppen, weil sonst habe ich nachher auch keinen Platz mehr für anderes. Ja. Wie viel brauchen wir noch? Ja, uiuiui. 43.000 brauche ich noch, dann hätte ich Level 27 erst. Also 28 könnte ich anfangen, der ist die Gegner erst richtig aufzubauen. So, dann gucke ich mal nach. Warte, halt. Habe noch irgendwas Kleines in der Nähe. Hier ist noch ein Edge. So, zwei Behälter. Da ist noch ein Kontrollpunkt. Dann will mal kurz, mache ich kurz in den Behälter, hol ich den Behälter, warte mal, der muss hier oben irgendwo sein oder so, kann das sein? Halt. Ja.
Genau, hier haben wir die Mission angefangen. Du hast ein paar Gegner weggeholt. Und hier hinten muss so ein Handy liegen. Ne, das ist kein Handy, das ist was anderes. Das ist eine Granate. Zack. Ja. So. Hätte auch durchaus ein Handy sein können, warte mal. Komme ich nicht hoch? Ne, komme ich nicht hoch. Na, hier muss ich rüber. Der Behälter liegt hier vorne. Warte mal, dann läuft der. Oh Gott, jetzt. Du kommst rüber. Ja, das habe ich dann. Okay, genau, perfekt. Welcher Umwege? Ich habe neue Aufträge. Du bist ja nicht. Ah ja, die Dollar. Du kugelsichere Weste. Was? Die war auch gar nicht mal so schlecht. Die hat mir mal ein bisschen. Ah, hier ist noch ein Abgang, okay. Boah, was ist ein komplizierter Umweg, um überhaupt nur so eine Kiste zu finden. Tragbares elektronisches Gerät erkannt. Oh, hier. Moment. Ne, okay, ich dachte, wäre ein Telefon gewesen. Was ist das denn gefunden? Oh, da. Nur mit dem scheiß Behälter? Krass. Was will der denn jetzt von mir? Aber die gehören bestimmt nicht dazu. Die haben bestimmt den SSG-Behälter bewacht. Danke. So, bitte. Dann plündern wir. Ja, wunderbar. Und das bisschen für. Ne? Für so ein scheiß Behälter, weißt du? Mhm. Aber hier hinten die Kontrollpunkte, den können wir auf jeden Fall gleich in der nächsten Folge mal anfangen, würde ich sagen. Weil dann mache ich hier nämlich Feierabend und sehen wir uns in der nächsten Folge wieder bei The Division 2 und dann kümmern wir uns zumindest mal hier um den Außenposten. Jo.